Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Physik. Das bedeutet, wie können wir Objekte mit einer Schwerkraft versetzen? Die Physik hat in Blender mehrere Bereiche. Eine davon ist Rigid Body. Die schauen wir uns jetzt näher an. Wir möchten, dass diese Kugeln auf diese losen Kegel fallen und sie damit bewegen. Diese Schale hier, sowie die Kugeln und die Kegel, sind einfach Standardformen, die ich leicht verändert habe, also diese Schale, der Rest ist alles ganz normal, das heißt, solltet keine Probleme haben, das nachzustellen. Wenn ich ein Objekt mit einer Physik ausstatte, haben alle anderen Objekte das deswegen nicht. Das bedeutet, Physik in Blender ist objektbezogen wie ein Modifier zum Beispiel. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf die Kugel, gehen dort in die Physics und sagen Rigid Body. Das bedeutet dort, das ist für alle festen Körper wichtig, die einfach mit Schwerkraft belegt werden sollen. Type Active bedeutet, dass es direkte Auswirkungen von der Physik zu spüren bekommt. Passiv wäre, es wird nicht an diesem ganzen Geschehen teilnehmen, außer dass es als Kollision fungiert. Dann wäre das hier passiv. Collider, also dieser komplette Collision Tab, ist eigentlich das Wichtigste. Denn es geht nicht nur darum, dass etwas fällt, sondern auch, dass es etwas anstoßen kann. Nur weil Mesh da ist, heißt das nicht, dass es sich berühren kann. Damit sich Mesh berühren kann und merkt, wo es sich anstößt, gibt es verschiedene Lösungswege. Denn Mesh sind manchmal sehr kompliziert aufgebaut, haben sehr, sehr viele Polygone und da ist eine Berechnung, ab wann es sich berührt und Reibung erzeugt, sehr aufwendig für den PC. Deswegen gibt es Methoden, das zu vereinfachen. Eine Methode ist, dass man nicht das Mesh als Collider nimmt, sondern eine Hülle drumherum legt, die ganz glatt anliegt und die sehr viel weniger Polygone besitzt. Das würde zum Beispiel Convex Hull machen. Das ist eine Hülle, die auch ganz grob die Umrisse erfasst, aber sehr viel weniger Polygone dafür verwendet. Man kann es sich vorstellen wie ein Low-Poly-Objekt, das mit einem Shrink-Wrap-Modifier um ein Objekt gezogen wurde, oder einfach nur ein Low-Poly-Nachbau von einem komplizierten Objekt, das die gleiche Größe besitzt. Wir haben noch verschiedene andere Arten. Das sind Collider, die einfach nur die Standardformen abdecken. Wenn wir also ein zylindrisches Objekt haben, werden wir mit einem Zylinder-Collider relativ gut fahren. Oder wir gehen wirklich auf Mesh. Bedeutet, er nimmt genau unsere Polygonanzahl und genau das, was wir gerade an Mesh haben, und wird daran seine physikalische Berechnung ausführen. Ein grundlegender Tipp ist immer, wenn möglich, nehmt eine der Collider außerhalb von Mesh, denn Mesh ist einfach aufwendig und oft überhaupt nicht zielführend, gerade wenn wir einfache Objekte haben. In unserem Fall werden wir mit Sphere am besten fahren und er wird eine sehr schöne Collider-Box draußen rumlegen, die die Form einer Kugel hat und somit haben wir keine Probleme. Jetzt ist die Sache, ich will das nicht für jede einzelne Kugel machen. Das bedeutet, ich markiere alle Kugeln und als letztes meine, die bereits ihren Rigid Body bekommen hat und gehe auf Objekt Rigid Body Copy from Active. Dadurch werden alle anderen Kugeln den gleichen Collider bekommen und den gleichen Rigid Body und das aktivierte Physik Engine. Mit unseren Kegeln machen wir genau das gleiche. Das bedeutet, sie bekommen auch ein Rigid Body, sind aktiv, haben Dynamik und kriegen hier nur eine Cone als Collider. Dann wieder alles auf die restlichen anwenden. Das heißt, alles markieren, unsere Schale nicht, dann, damit der als letztes markiert ist, der mit dem aktiven Collider und Objekt Rigid Body, Copy from Active. Die einzige Ausnahme ist jetzt unsere Schale. Wenn wir unsere Schale das gleiche Setup geben wie unsere Kugeln und den Kegeln, dann wird die ebenfalls einfach in die Leere stürzen. Wir möchten aber, dass sie trotzdem als Collider dient. Also gehen wir auf Rigid Body und geben ihr den Typ Passiv. Das bedeutet, sie wird zwar dort sein, sie wird auch ein Rigid Body sein, aber sie wird nicht fallen, weil sie keinen Physik bekommt. Wir gehen aber von Convex Hull in dem Fall auf Mesh, da wir ein sehr einfaches Mesh haben und es mit Sicherheit präziser ist als das, was Convex Hull versucht nachzubauen. Physikberechnungen im Blender sind nichts anderes als Animationen. Das bedeutet, auf einer Timeline, die standardmäßig 250 Frames lang ist, werden wir jetzt eine Animation abspielen können und in dieser wird sich unsere Physik aktivieren. Wenn wir jetzt einfach die Play-Taste drücken und vorher hier auf Frame 0 gehen, sehen wir, dass unsere Kugel nach unten stürzen und unsere Kegel bewegen. Wie wir festgestellt haben, funktioniert das soweit.
Das bedeutet aber nicht, dass es bei euch genauso funktioniert, denn es gibt einige Grundregeln, die man beachten muss, damit Physik funktioniert in Blender. Kommen wir zur ersten Regel: Scale. Alle Objekte, die ein Rigid Body haben, müssten den gleichen Scale von 1 besitzen. Das bedeutet, alles markieren, Steuerung A und Scale drücken, damit jeder den gleichen Scale hat. Ansonsten haben wir Probleme mit unseren Collidern. Die zweite Grundregel ist die Größe unserer Objekte. Wenn Objekte zu klein sind, dann hat Blender Probleme dabei, Abstände und Reibung zu berechnen. Das bedeutet, schaut, dass eure Objekte möglichst groß sind, falls ihr Probleme habt. In unserem Fall besitzt unsere Schale bereits ein Ausmaß von 21 auf 21 Meter. Nächste Blender-Regel. Wichtig ist, dass sich die Meshes vorher nicht wirklich berühren, denn ansonsten kommt es zu einer Abstoßung von Rigid Bodies. In dem Falle habe ich den Cone ein Stückchen zu tief in die andere Plane gesteckt und somit wird er anfangen zu hüpfen. Die anderen sind ein ganzes Stück über der Oberfläche und werden daher fallen. Nur noch einen letzten Tipp, der besonders für die nächste Übungsaufgabe im kommenden Video wichtig sein wird, nämlich unter der Szene hier oben bei Rigid Body World. Da haben wir die Einstellungen unserer Engine und dort haben wir Substeps per Frame. Das ist pro Frame, wie viele Simulationsschritte er durchschreitet. Und unten die Solver Iterations sind die pro Substep durchgeführten Berechnungen der Kollision. Das bedeutet, wenn ihr Probleme habt, weil er nicht versteht, wann sich Objekte berühren oder nicht, zum Beispiel bei sehr aufwendigen Dingen, dann kann es hilfreich sein, wenn ihr diese Zahl erhöht und er öfter durchrechnet, ob sich etwas noch berührt. Gerade bei Dingen, die sich sehr schnell bewegen, hat er oft zwischen den einzelnen Stufen bei sehr wenig Frames und viel Bewegung nicht genug Zeit, um zu prüfen, ob sich hier noch Gegenstände berühren oder nicht. Und es kann sein, dass euch zusammenhängende Dinge auseinander explodieren. Das könnt ihr dann über die Solver-Iterations lösen. Split Impulse ist sozusagen die Notlösung. Hier können wir noch einmal ein bisschen die Stabilität erhöhen, aber meistens ist es weniger hilfreich, kann aber ausprobiert werden, falls wirklich nichts mehr hilft. Jetzt viel Spaß mit eurer eigenen Übungsaufgabe im nächsten Video.